schon noch hier 21 Jahre, glaube ich, ganz mehr stand am Anfang seiner Profikarriere, offensives Mittelfeld. Ist das hier die richtige Position? Oder bist du? Ich bin auch so unser Captain Andreas Bremer mit der 7, Uwe Wegmann, traditionell mit der 8, Martin Wagner, die 9, Pavel Kuka, das wollen wir
bei Hans-Peter Briegel und bei Eckhard Graf. Herr Pfeiffer, begrüße ich nochmal hier bei uns im Stadion. Karl Wildenberger, herzlich willkommen. So, liebe Fußballfreunde, ich stehe bei unserem Trainer bei Eckhard Krautzon. Eckhard Krautzon, Sie haben vorhin eine, wie ich meine, flammende Rede zum Beginn der Vorbereitung gehalten, war beeindruckend. Was können Sie unseren... Wir brauchen Ihre Mannschaft nicht groß motivieren, wenn unser Bus vorfährt. Da wird wahrscheinlich einiges los sein. Das wird für jede Mannschaft das Spiel des Jahres, wenn der erste FC Kaiserslautern antritt. Aber wir haben keine Angst. Schon über die Bahn gekommen, zentrales Mittelfeld. Wie man so schön sagt, die verwendbare Spieler. Thomas, erstmal auch hier ganz, ganz herzlich willkommen. Hier fast in deiner Heimat, kann man schon sagen. Borussia Dortmund, erster FC Kaiserslautern. Ein Wechsel vom Meister. Zu einer Gruppe, wie man so sagt. Erstmal voraus, der Trainer stellt die Mannschaft auf und ich muss da spielen, wo mich der Trainer hinstellt. Aber ich sag mal, ich habe meine Qualitäten im defensiven, zentralen Mittelfeld und da möchte ich auch spielen und das andere entscheidet der Trainer. Okay, Thomas. Defensives Mittelfeld, so der für mich aktuelle Kenntnisstand, Andreas. Du warst fast schon bei einem anderen Verein, doch FCK. Wie ging das alles so schnell zum Schluss? Sehr gut. Ich bin Gadi und dann wollte ich mich der FCK verpflichten und was war deine Frage? Er hat gesagt, er hat noch andere FCK gedacht. Ich bin sehr froh, dass ich hier mit dabei sein darf und dass ich einen super fetten Tag gekriegt habe. Warte, hat er schon dran? Warum? Oder kannst du einfach sagen, ich hatte das schon vorstellen, nicht wieder Zeit zu sagen. Nachwuchsrunde in Mainz. Das war noch mit Frieden Rausch als Trainer und ich saß... Ja, bitte vergiss mir das. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich bin froh, dass ich bin für meinen Kaiserslautern. Du bist A-Nationalspieler aus Nigeria, hast viele Junioren in der Spur. Okay, Marco. Bist du fertig? So, also ich gehe mal zum Arzt. Herr Krautzon, wie lange geht's noch? Oder wie lange? Lange. Nein, wollen wir da jetzt nochmal bitte. Wir fahren also jetzt am nächsten Samstag in das erste Trainingslager nach Wiel. Es geht also von 6 Fahrten an anschließend für 6 Tage in ein zweites Trainingslager nach St. Gallen an einem Spiel. Ergebnis ist aber 1-5. Also insgesamt ein vollgepacktes Programm mit dem Ziel. Da sind wir das alles ein bisschen gelassen. Aber ich denke, das ist immer noch in die Vergessenheit geraten. Wir waren ja die letzten 1980 jetzt mal Europameister und da hatte ich das Glück gehabt, auch in einer sehr guten Mannschaft zu spielen. Und ich hoffe, dass es heute Abend der deutschen Mannschaft gelingt. Nee.